Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey mit mir, dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir uns nach vorne gekämpft zu dem Platz des Söldner Number One. Nur um zu erfahren, dass es noch zwei S-Ränge gibt, die höher sind. Aber gut, aktuell sind wir trotzdem die Nummer 1, auch wenn es Special-Ränge gibt. Naja, was soll man machen? Das Spiel haut halt leider immer noch mehr um die Ohren. So, in der letzten Folge haben wir ja nebenher, also neben dem, auch noch Dings erledigt, den Weisen, der hier auf Lesbos war. Weil, ja, ich bin wieder zurück auf Lesbos. Und wir machen hier diese Nebenmission, die wir hier sehen. Also die beiden da, welche Rache des Wolfs und Totentuch des Bären. Gucken wir uns mal an. Dann gucken wir uns die restliche Insel von Lesbos, also den restlichen Teil von Lesbos an, was da noch auf uns wartet. Ansonsten sind wir dann, was Nebenmissionen angeht, soweit fertig und können dann die Hauptquest weiterverfolgen von der Mutter. Oder gehen wir dann nach Mazedonien? Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass ich vielleicht vorher noch, bevor ich die Nebenmission mache, die Mission für Atlantis fertig mache, das letzte Viehblatt machen. Aber das muss ich mir noch überlegen. Aber jetzt machen wir erstmal eins am anderen. Ich zahle erstmal hier das Kopfgeld, weil ich habe keinen Bock, dass die mir auf den Sack gehen. Und gucken wir mal, was auf uns wartet. Wenn ihr diese Folge seht, dann ist es für euch Dienstag. Für mich ist es Montag, also einen Tag vorher. Also ihr seht diese Folge aus meiner Sicht morgen. Und das heißt, ich habe die OP natürlich hinter mir, die ich am Mittwoch hatte letzte Woche. Und bin auch wieder zu Hause und dementsprechend auch krankgeschrieben. Also für die Arbeit. Was nicht heißt, dass ich nicht aufnehmen kann, weil aufnehmen ist immer noch relativ simpel. Wenn es mir zu schlecht geht, kann ich die Aufnahme unterbrechen und dann einfach an anderer Stelle weiter aufnehmen. Und es sind nur halbe Stunde Weißen, sprich ich kann dann zwischendrin auch mal Pause machen, wenn ich möchte. Ja, ich helfe. Beruhig dich, sag, was los ist. Mein Mann ist zu spät. Nein, vermisst. Er und ein Freund haben einen riesigen Wolf südlich von Mytilene verfolgt. Sie wollen sein Fell. Ich hoffe, er ist ein guter Jäger. Ohne Gewissheit. Kann ich mich nur sorgen. Wenn du meinst. Kann ich dich anheuern, um meinen Mann zu finden und den Riesenwolf zu töten? Warum sollte ich den Wolf töten? Ich kann doch einfach die beiden Männer zurückbringen. Wenn du es nicht tust, setzen die beiden Idioten ihre Jagd fort. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Und ich gebe dir den Helm meines Mannes als Bezahlung. Ich finde deinen Mann und töte den großen Wolf ein für alle Mal. Hab Dank, Söldnerin. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Warum glaubst du, dass das kein gewöhnlicher Wolf ist? Mein Mann sagte, er sei doppelt so groß wie alle anderen. Wohin im Süden von Mytilene hat er den Wolf verfolgt? Nach Südwesten, in die Berge. Dort hat er bei einem Schrein sein Lager aufgeschlagen. Ich finde deinen Mann und seinen Freund. Und den Wolf werde ich töten. Möge Artemis deine Pfeile lenken. Ja, dann erlegen wir mal den Wolf. Oh, zurück. Also, wie gesagt, die OP habe ich gut überstanden. Oh, mein neues Pferd. Das Pferd habe ich übrigens bekommen, weil ich die Söldnerrang Platz 1 erreicht habe. Was ziemlich geil ist. Aber, schon cool, ein brennendes Pferd zu haben. Naja, ich schweife ab. Ja. Die OP, die ist also ohne große Probleme verlaufen. Ich habe eigentlich so gut wie keine Schmerzen. Also ich habe viel Schlimmeres erwartet. Vor allem, weil eine ähnliche OP ich vor 11 Jahren schon einmal durchgemacht habe. Dementsprechend weiß ich auch, was für Schmerzen da kommen können. Und ich hatte dieses Mal Glück, dass ich dieses Mal nicht diese Schmerzen hatte, aber das, wie gesagt, ist Glückssache. Die Ärztin hatte mir gesagt, sie kann die Operation 10-mal machen und 5-mal hat der Patient Schmerzen, das kracht, und 5-mal halt nicht. Sie hat das also dementsprechend gar nicht wirklich in der Hand. Da kann sie noch so vorsichtig sein, wie sie möchte. Die Schmerzen können trotzdem kommen. Da hatte ich dieses Mal Glück.
dementsprechend kann ich auch heute aufnehmen, weil wenn die Schwarzen noch so gewesen wären wie vor 11 Jahren, da hatte ich eine Woche lang so dermaßen Schmerzen, dass ich keine Kopfhörer tragen konnte. Was natürlich für mich aber beim Aufnehmen nötig ist, einfach um auch den Game-Sound zu hören, ohne dass das Mikrofon den aufnimmt. Dado, Scheißviech. Ja, also wie gesagt, auch fürs Aufnehmen und auch fürs Zocken allgemein brauche ich meine Kopfhörer, weil sonst. Aber es ist problematisch. Aber das ist dieses Mal alles tipptopp und deshalb kann ich ja auch gezielt ruhig aufnehmen, ohne Probleme zu haben. Nur fürs Streamen ist mir das dann doch zu. Jagdausrüstung. Die Männer waren hier. Ist mir das dann doch zu problematisch, weil ich einen Stream halt nicht einfach mal für eine halbe Stunde unterbrechen kann, sondern einfach mal dann weitermachen muss und mich da durchquälen muss. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, also auch mit Absprache Dennis, dass ich vorläufig das Streamen aufhöre, aber die Let's Plays gehen trotzdem weiter. Nummer 1, vom Wolf gerissen. Ich frage mich, ob das der Ehemann ist. Blut. Der Wolf muss den anderen Mann fortgezerrt haben. Vielleicht in eine Höhle. In die Höhle. Gehst du da hoch? Okay. Irgendwo muss doch die Tafel sein. Da ist sie. Ich dachte, sie ist ganz oben. Na dann. Das sind bestimmt die Berge, in die die Jäger dem Wolf folgten. Gehen wir da mal hin. Da ist aber mächtig viel Blut. Oh, der Wolf ist auch nicht gerade klein. Er ist groß. Doch wenn er tot ist... Was hat die Männer getötet? Das werden wir sehen. Wer ist da? Eine Frau schickt mich, um einen Wolf zu töten und ihren Mann und seinen Freund zu retten. Ich bin der Freund. Ihr Mann. Er ist tot. Wir erlegten einen Wolf, doch es war ein trächtiges Weibchen. Ein furchtbarer Fehler. Wir wussten nicht. Was ist da unten? Wir haben die Wölfin gehäutet. Dann hörten wir ein furchtbares Heulen. Es war das Männchen. Er zerriss meinen Freund und schleppte mich hierher. Er wartet. Er will Rache. Du musst ihn töten, sonst sterben wir. Ich bin zwiegespalten. Handy. Einerseits sage ich, selber schuld. Andererseits, nun ja, Auftrag ist Auftrag, ne? Hey Siri! So? Hey Siri! Ja, tippen. Zufallszahl zwischen 1 und 3. Antwort. Okay. Nach allem, was ihr getan habt, sollte der Wolf deine Bekanntschaft machen. Jäger, der Wolf. Wolf, dein Fressen. Was? Nein, du kannst... Du Monster! Du... Ne, Siri ist schuld. Siri hat entschieden. Zum Ton los. Der Ton war gerade echt komisch.
Weil ich das Spiel nicht damit gerechnet, dass ich nicht sofort loslaufe. Ah ja. Also bloß oder diese glühenden Mushrooms. Ja. Siri hat entschieden, in dem Sinne sage ich, jo. Apropos, ist jetzt hier die Karte weiter aufgedeckt? Nein, aber hier ist ein Schnellreisepunkt. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Was? Wo erwischt? Kriegt doch keiner mit. Zurück. Bitte sag mir, dass er bald kommt. Dein Ehemann ist tot. Nein! Doch ich habe den Wolf erlegt und dir sein Fell mitgebracht. Es wird dich trösten, dass sein Tod gerecht wurde. Trösten? Gerecht? Mein Mann ist tot! Nichts wird das jemals ändern. Nimm seinen Helm und geh. Ist keine Furcht in deinem Herzen? Für diese Frage sollte ich deins durchbohren. Ha! Ich hätte einen sehr lukrativen Auftrag. Gefährlich noch dazu. Hättest du Furcht in deinem Herzen, wärst du der Aufgabe vielleicht nicht gewachsen. Ich fürchte niemanden. Ach, ich rede doch nicht von einer Person. Ich rede von den gefährlichsten und unberechenbarsten Kreaturen. Bären! Was willst du mit ihnen? Ich brauche Felle für Brustpanzer. Die besten gibt es auf der Insel Chios, nördlich der Stadt Chios. Ich mache dir auch einen, wenn du sie mir besorgst. Ich kann dir welche besorgen. Ausgezeichnet! Wenn du überlebst, belohne ich dich mit dem besten Brustschutz, der je angefertigt wurde. Große Worte. Wo halten sie sich auf? Im Jagdwald der Artemis, nördlich der Stadt Chios. Ich glaube, du könntest den ganzen Tag über Bären reden. Ich komme mit den Fellen zurück. Beeil dich. Ich habe zahlende Kunden, die auf Brustpanzer aus genau diesen Fellen warten. Ich muss nach Chios segeln, um die Bärenfelle zu holen. Naja, dazu warte ich noch ein bisschen. Hol ich mal so den Startreisepunkt. Jetzt bin ich schon auf Lesbos, jetzt will ich Lesbos nicht wieder direkt verlassen, ey. Da kommst du da nicht rüber? Thank you.
Hallo? Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Boah, deshalb sind wir gleich wieder weiter. Oh ja, mein Gaul. Apollons Wagen fährt vor. Okay, da geht's nicht hoch. Aber hier. Los. Das hat schon was, dieser Skin hier. Bergtempel des Poseidon. Hier oben. So, Schnellreise freigeschaltet. Und dann gehen wir mal in die Richtung, um das gerade mal aufzudecken. Da hinten, dieses neblige Tal sieht auch schon cool aus. Vorwärts! Nur so vor oder ist das Pferd durch den Skin wirklich schneller? Sind wir schon drin? Ja. Wir haben hier sogar die Nebenmission. Gucken wir uns das mal an. Ella. Okay, da kommst du nicht durch. Da oben ist ein Ausguck. Was sollen wir nur tun? Was ist los? Meine Arbeiter sind krank. Wenn das so weitergeht, kann ich meine Familie nicht ernähren, geschweige denn ihre. Die gute Nachricht ist, dies ist nicht das Werk der Götter, sondern nur eine Krankheit. Und zwar eine Halskrankheit. Ich könnte deine Arbeiter behandeln, wenn ich meine Utensilien dabei hätte. Söldnerin, könntest du sie mir beschaffen? Sofern du mich bezahlst. Die Gesundheit deiner Arbeiter hängt davon ab. Ich hatte gehofft, das Wohlergehen dieser Menschen wäre Dank genug. Ja, natürlich belohne ich dich. Wirst du es tun? Ich bring dir, was du brauchst. Ausgezeichnet. Mein Werkzeug ist in der uralten Perle, die Medizin in der Liebesbucht. Die uralte Perle ist ziemlich weitläufig. Wo genau sind deine Werkzeuge? In der Klinik der Frieser-Festung. Wo genau an der Liebesbucht soll ich suchen? Beim Haus des Anführers in Mytilene, im Nordosten. Ich komme mit deinen Sachen zurück. Je eher du kommst, desto schneller kann ich den Arbeitern helfen. Okay. Hol ich mir erstmal den Ausguck da oben, dann reisen wir. Ich werde dir alles besorgen. Dann reisen wir rüber in die Stadt.
holen das und dann gehen wir in die Bucht. So rum macht das Sinn. Die Höhle kommen da eh nicht hin. So, dann reisen wir hier schnell und holen diese Instrumente, die sie ja braucht. Und dann holen wir die Medizin. Sorry. War Zeit für die Medizin. Muss noch Antibiotika schlucken. Noch anderthalb Tage lang. Oder? Wie viel sind noch da? Drei Tabletten sind noch da. Das sind anderthalb Tage. Morgens und abends eine. Das Antibiotika ist immer so bitter. Das Haus des Anführers. Sie meinte, das Werkzeug wäre in der Friesa-Festung. Gleich direkt selber anfängt zu brennen. Purer Hagel. Zum Glück ist da meine Adrastea. Da hätte ich da schon was essen. Dann ist auch nicht so weit. Da drüben ist die Bucht. Sehr gut. Diesmal hat das geklappt.
werden sie besonders wachsam. Das muss die Frieser-Festung sein. Lauter Typ. Na los, komm. Oh je, das würden wir diese Folge wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Die ist ein bisschen größer. Die Festung hier. Schnell wie es geht. Ja. Oh. Hier ist schon eine Schatztruhe. Fahr doch durch. Keiner gemerkt. So, das hier mitgenommen. Der wäre für das Batenkit gut gestanden, aber... Ich will ja nicht unbedingt die Adrenalinfähigkeiten verschwenden. Du her. Okay. Du hast keine Chance. Da, der Befehlshaber ist im Arsch. Uhrzeit halber. Nee, du hast nichts gesehen. Runde.
Der stand so doof. So, das ist auch kaputt. Komm, kannst du dann noch ein bisschen Gas geben? Das kriegen wir noch hin. Okay. Wie viele von denen sind es? Ein Port hier, ein Polymath, ist es sehr wahrscheinlich. So, erledigt. Aber das wird eine Folge, wird noch ein bisschen mehr Länge hat. Ja, deine Mama? Guck nicht so dumm, komm her. Das ist für dich. Den Kriegervorrat hier. Den Bär lassen wir lieber im Dorf. Doch. So. Dann noch die Quest abschließen hier. Das Werkzeug der Ärztin. Ich habe, worum mich die Ärztin gebeten hat. Ich sollte zurück zum Weingut. Ja, das machen wir auch gleich. Und weg hier. Und somit kann ich hier hin teleportieren. Haben wir es sogar noch in der Zeit geschafft. Ich habe ja gesagt, auf 35 Minuten. Und somit sage ich danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, der Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht längst getan habt, die Notation Bell aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt, sollte euch YouTube leider mit Sicherheit doch selten benachrichtigen, wann, wie, wo, was bei uns abgeht. Habt ihr Twitter? Der Twitter, der Dennis regelmäßig Blödsinn raus, der euch unterhält. Aber nebenher, neben dem Blödsinn, unser Twitter-Account auch Infos raus, wann Let's Plays online gehen und wann wir auf Twitch oder auf YouTube, je nachdem, auf was wir uns dann festlegen, live sind für euch. Also immer schön auf den Twitter-Account achten, da werdet ihr am meisten und am schnellsten darüber informiert, was bei uns so abgeht.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.